Guten Morgen allerseits, schön alle, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über Spuren und Eindruck. Das ist unser Thema. Jeder Mensch hinterlässt Spuren und Eindruck. Entweder in seiner Gesellschaft, in seiner Familie, in seiner Stadt, in sein Land. Jeder Mensch hat hier in seine Finger Abdrücke, stimmt? Und jeder Mensch hat ein anderes Fingerabdruck und jeder Mensch hat eine andere Unterschrift. Das heißt, man kann nicht falschen dem Unterschrift und man kann auch nicht falschen die Fingerabdrücke. Warum? Weil jeder Mensch ist original. Gibt es nicht Kopie. Es gibt es nicht in dieser Welt. Gott macht nichts doppelt. Für Gott gibt es keine Konsignatie. Alles ist Konfektie. Bei Gott gibt es nicht Routine, dass alles ist dieselbe. So wie Münzen. Man macht alle Münzen, selbe Münzen. Bei Gott, jede Münze, jeden Mensch ist eine speziell, original Fingerabdrücke und andere Unterschrift. Das heißt, jeder Mensch hat einen anderen Spur und Eindruck zu hinterlassen. Сегодня речь будет идти о том, что каждый человек оставляет после себя след в обществе, в семье, в своем городе. Точно так же, как и отпечатки пальцев, каждый человек индивидуален. Потому что Бог не делает никого, как на конвейере, как печатают монеты или деньги. То есть каждый человек неповторим, как и каждые отпечатки пальцев, и точно так же, как его личная подпись. То есть делать подпись человека очень трудно. Это в единственном экземпляре. Es gibt Sachen, die hinterlassen keine Spuren. Wie zum Beispiel eine Schlange auf einem Fels, auf einem Berg. Die Schlange ist gegangen, niemand weiß, es war eine Schlange da. Oder ein Schiff im Meer. Ein Schiff ist gefahren, niemand weiß später, dass hier gewesen ein Schiff. Oder ein Mann bei einer Frau, Mann ist gekommen. Nach einer Woche, niemand weiß, dass bei dieser Frau war ein Mann. Also König Schlomo sagt uns in Sprüche, bitte. Oder zwei. Oder zwei oder drei, genau. Niemand weiß. Niemand weiß. Genau, das hinterlässt keine Spuren. Не все оставляет после себя следы. Например, если змея пробежит по горе, после нее не видно, была она там или нет. Или когда корабль проплывает по морю, после него тоже не остается никакого следа, никто не знает, что там был корабль. Или, например, что у женщины был мужчина, или два, или три, как говорит Адам. И что не все оставляет после себя след. Gut, trotzdem, Spuren, wenn die Frau wird schwanger, dann das heißt, die Spuren sind geblieben. Und man sieht es. Und man sieht das. Genau. Gut. Aber einmal habe ich erlebt, in einer Familie, das Mädel hat geschrien am Schabbes, Schlange, Schlange. Und die Eltern waren erschrocken. Und sie haben bestellt so eine Schlangenjäger. Das darf man auch am Schabbat, weil das ist Lebensgefahr. Und der Mann ist gekommen mit so einem kleinen Tier. Der sieht aus wie eine Mäuse, wie eine Ratte. Ich weiß nicht, wie er heißt in Deutsch. Der heißt Chamus. So ein kleines Tier. Hamster. Nein, nein, nicht Hamster. Das ist ein Tier, der hat so schlechten Geruch. Aber er kann riechen und spüren Ratte. Er kann spüren Schlange. Also wenn er geht zu Hause, gleich geht er zu dem Ort, wo es war die Schlange. Ich weiß nicht, wie er heißt in Deutsch. Das kann ich später gucken in Google. Falls jemand weiß, soll er sagen. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist ein kleines Tier, Tierchen, die kann Schlangenspuren schnell finden. Riechen. Была одна такая история, что на Шаббес одна девочка вдруг закричала «Змея, змея!».
И тогда вызвали человека, который бы смог поймать эту змею. В этом случае это можно делать на шаббес, потому что иначе опасность для жизни представляет собой. И он привез с собой такого маленького зверька, который очень плохо пахнет, что-то такое между крысой, какой-то такой зверек, который сразу чувствует змею. И если его выпустить, он сразу бежит туда, где находится змея. Окей, das heißt, durch den Geruch hinterlässt man auch Spuren. Manchmal gehst du rein in Aufzug und dieser Aufzug riecht nach, lass uns positiv sein, lass jetzt die negativ, riecht nach gutem Shampoo, riecht nach gutem Parfüm. Manchmal, wenn jemand war in diesem Aufzug mit irgendeinem anderen Geruch, dann bleibt der Geruch auch dominant. Das heißt in anderen Wörtern, wenn einer geht rein in Parfümerie, in ein Dufthaus, kommt er raus mit Spuren von gutem Duft, von gutem Geruch. Aber wenn einer geht raus vom Stall, wenn einer geht raus vom Kühlstall oder anderen Stall, auch wenn er will oder will nicht, auf seinem Körper gibt es Spuren von unangenehmem Geruch. Genauso wie unser Geruch wird genommen von Parfümerie und Dufthaus und Stall, genauso ist auch bei Menschen. Wenn einer kommt rein in den Kindergarten und er ist einen Tag im Kindergarten, er kriegt von den Kindern einen Duft von Kindern, Lebendigkeit, Freude, Glanz. Wenn einer geht in Krankenhaus, ganzen Tag, mit welchen Spuren kommt er raus? Nicht gute Spuren. Das heißt, auch der Mensch, wo der Mensch befindet, es hinterlässt auf seine Seele Spuren und Eindruck von das, was er hat gespürt, gerochen, erlebt. Ich werde nicht vergessen, vor ein paar Jahren, als meine Mutter kam, Rosh Hashanah, zu uns im Altenheim. Es war sehr schön, sehr gut. Hat man gesungen, gegessen, war alles okay. Am Abend sehe ich meine Mutter schlecht gelaunt. Sagt, Mama, gefällt dir nicht? Sagt, gefällt sehr. Aber das erinnert mich an meine Eltern, an ihren Geruch. Ich kann mich erinnern, wenn sie waren alt, wie habe ich sie lang gepflegt. Und diese Erinnerungen, diese Spuren, diesen Eindrücken sind bei ihr hochgekommen. Bewusst oder unbewusst, es ist egal. Wir sind Menschen und Geruch ist etwas, was wir nicht steuern können. Entweder das Geruch öffnet uns zum guten Eindruck, zum guten Spuren, oder der Geruch bringt uns zu negativen Spuren und zu nicht guten. Was heißt das? Zuerst die Übersetzung. Например, если мы заходим в лифт, да, мы чувствуем, кто до нас был в лифте. Или положительные какие-то приятные запахи, или не очень приятные. Точно так же, когда человек, например, заходит в какой-то коровник, да, или где-то, где не очень хорошо пахнет, на него все это накладывает свой отпечаток, оставляют следы на нем. Точно так же, как если мы находимся в больнице, да, это накладывает отпечаток на нас, на нашу душу, что вот эти запахи, вот это все, что воспоминается вместе с этим, то есть запахи мы не можем контролировать. Запахи всегда в нас различные воспоминания вызывают. Так, например, когда была мама Шлёмы здесь у нас в доме, и была Ханука, и было все замечательно. Рош ха-Шана. О, Чулюм. На Рош ха-Шана она была здесь в доме, и она была очень грустная. Он спросил ей, не нравится ли ей здесь. Она сказала, что все замечательно, но что сама атмосфера дома, запахи, она вспоминает своих родителей, как она о них заботилась. То есть это мы не можем контролировать. То есть различные запахи всегда приводят к различным воспоминаниям. Или позитивные, или не очень позитивные, грустные. То есть запахи накладывают тоже свой отпечаток. Большой отпечаток. Wenn ein Mensch lebt, hinterlässt er wenig Spuren und Eindruck. Ab dem Moment, wo der Mensch stirbt und er ist nicht mehr da, plötzlich beginnen
bei allen die Erinnerungen, wo sind die Spuren, wo sind die Erinnerungen. Und jeden Mensch hinterlässt irgendeinen Eindruck und Spur in dieser Welt, bewusst oder nicht bewusst. Das heißt so, wenn der Mensch war ein guter Mensch, ein Geber, ein Schenker, ein lichtvoller Mensch, wenn er geht weg, seine Spuren sind sehr dominant, weil er hat in dieser Stadt etwas Gutes geleistet. Wenn jemand war aber ein schlechter Mensch, ein böser Mensch, ein Nehmer, ein schlechter Dufter, in dem Moment, wo er ist weg, alle freuen sich, Erleichterung, die Mülltüte ist raus von Treppe. Sie wissen, manche Nachbarn legen in Treppe aus Mülltüte. Sie sagen, bei uns zu Hause soll nicht stinken, aber draußen soll stinken für die Nachbarn. Hallo, warum legst du das in Treppe? Nimm runter zum Müll und lass das nicht bei dir zu Hause, willst du nicht, soll stinken. Aber soll die Treppe aus, soll stinken. Treppe aus gehört alle und alle werden hier leben. Dein Haus, irgendwann vielleicht bist du nicht da, gehst du weg, dein Haus kannst du stinken lassen. Treppe aus gehört alle. Das heißt, interessant auch am Schabbat, wo es ist verboten zu arbeiten, Müll runterzunehmen, ist eine Pflicht. Ein Pamper von einem Baby soll man nicht zu Hause lassen, weil du kannst nicht sitzen am Schabbestisch und in ein anderes Zimmer deine Pamper ist in Tüte, passt nicht, weil du bist ein Mensch. Und wenn ein Mensch riecht etwas nicht gut, es ist verboten zu beten, es ist verboten zu lernen, es ist verboten zu essen. Es ist wichtig. Deshalb, wenn ein Mensch arbeitet, zum Beispiel, ich habe gesehen, so ein Auto, der macht Installator, Installatie. Es riecht schlimm, kakoi ujus. Und der Mann sitzt neben dieses Rohr und isst ein Sandwich. Voll Appetit. Habe ich ihn gefragt, stört dir nicht? Sagt er, nein, ich bin schon gewohnt. Dieser Geruch für ihn ist beruflich. Er ist in diesem Beruf. Genauso, wenn einer ist in einem Geruch für ein Parfüm, wenn einer arbeitet, es gibt solche Menschen, die arbeiten im Flughafen in so eine Duty-Free. Sie spritzen den ganzen Tag solche Parfüm. Ja? Ganzen Tag machen sie so und irgendwann, der Geruch wird schon stumpf. Das ist nicht so sensibel wie bei jedem. Was heißt das? Das heißt, auch Menschen suchen immer andere Menschen, die genauso riechen wie sie. Bewusst oder unbewusst. Wenn du hast in einem Zimmer 100 Leute und 30, und du bist ein Deutscher zum Beispiel, und 30 kommen aus Sudan, 30 kommen aus Syrien, 30 kommen aus Philippinen und 10 kommen aus Deutschland. Zu wem gehst du zu beginnen zu sprechen in dem Zimmer? Zu den Deutschen. Warum nicht zu den Philippinen? Warum nicht zu den Sudanern? Warum nicht zu der Syrer? Nein, ein Mensch sucht einen, der ihm ähnlich im Gespräch. Wenn eine Mutter kommt zum Doktor mit ihrem Baby und sitzen ein paar Mutters und ein paar Papas. Mit wem beginnt sie zu sprechen? Mit einer anderen Mutter oder mit einem anderen Papa? Mit einer anderen Mutter, weil sie sucht zuerst ihre Clique. Ich rede jetzt normal, gibt es immer Ausnahme. Es gibt derjenige, der wird versuchen, mit der. Aber normal, ein Mensch sucht seine Geschlecht, seine Person. Ja, bitte? Когда человек уходит, тогда все начинают вспоминать, какие следы он оставил после себя в жизни. Если человек был хороший, светился, много после себя хороших дел оставил, да, есть что вспомнить. Когда человек уходит, который был злой, то все тому рады, потому что он как плохой воздух, как плохой запах,
от него избавляются. Точно так же, например, когда люди выставляют свой мусор в подъезде, они думают, что у них в квартире все хорошо и чисто, и не пахнет. А для всех остальных, хотя это подъезд для всех, пусть будет, да? Поэтому даже есть такое правило, что на шаббат это обязанность вынести мусор и не оставлять ничего грязного. Поэтому человек не может ни учиться, ни кушать, ни праздновать шаббат, если что-то где-то плохо пахнет. Да. Что делать? Einmal der Jose von Lublin, ein großer Rebbe aus Lublin, ist gegangen zu ein Hotel. Und er schläft auf dem Bett und er sagt, oi, oi, ich kann nicht schlafen. Warum kannst du nicht schlafen? Sagt er, in diesem Bett hat geschlafen ein depressiver Mensch. Was heißt das, weiß ich nicht. Der hat gespürt, der Ort ist voll Melancholie. Der Ort ist voll Depression. Er ist aufgestanden vom Bett und deshalb gibt es Leute, wenn sie gehen zu einem Hotel, Sie bringen vom Zuhause ihre Bettlaken. Warum? Weil sie wollen ihren eigenen Geruch und eigene Energie vom Zuhause zu bringen. Zum Beispiel, wenn bleibt eine Babysitter mit einem Baby zu Hause und der Baby schreit, weil er will seine Mama. Steht geschrieben, soll man nehmen die Pyjama, die Nachthemd von der Mama und soll man entwickeln den Baby und diesen Geruch wird er beruhigen. Manchmal sehe ich das bei kleinen Babys. Jeder versucht, den Baby zu beruhigen. Plötzlich kommt er in die Hände von der Mama. Er ist ruhig. Hey, Mazel Tov, was ist passiert? Was hat die Mama energetischen Hände? Nein, die Mama ist ein normaler Mensch. Aber das Baby riecht. Er riecht seine Mutter. Und dieser Geruch gibt ihm Geborgenheit, Wärme, Sicherheit und er beruhigt sich. Weil wenn ein Mensch riecht Gefahr, er ist unruhig, er kann nicht erklären, warum. Manchmal triffst du mit Menschen, alles stimmt. Der Mensch ist in Ordnung, er spricht schön, alle. Aber beim Geruch macht dir etwas unruhig. Du weißt nicht, was ist das. Das ist der wahre Mensch. Warum? Weil wenn Adam und Eva haben im Paradies in Gan Eden gesündigt, sie haben gesündigt mit allen Sinnen. Sie haben gesehen, sie haben gehört, sie haben geschmeckt, sie haben angefasst. Was steht nicht geschrieben, dass sie haben gerochen? Die einzige Sinne, die geblieben rein, original, authentisch, nicht schmuddelig, nicht verdorben, nicht verkehrt, ist unser Geruch. Wenn jemand will Vertrauen haben, soll er nicht vertrauen seine Augen. Soll er nicht vertrauen seine Ohren, soll er nicht vertrauen seinen Geschmack und soll er auch nicht vertrauen seine Hände. Das alles kann man täuschen. Das ist kein Problem. Deshalb, es ist verboten, dass ein Mann soll heiraten eine Frau durch den Skype oder durch ein Bild. Warum? Weil er ist überzeugt von das, was er hat gesehen. Er ist nicht überzeugt, aber von seinem Geruch. Was passiert, wenn eine ist blind? Und er heiratet eine Frau. Was soll er machen? Und soll er nehmen den Ring und er sagt seiner Frau, Hare Yad Mekudeshetli, du bist mir geheiratet. Aber wie soll er wissen, dass es diese Frau? Sagen unsere Weisen, geh zu ihrem Hals und gib einen starken Schnupf und rieche. Und dann sag, ob das ist deine Frau oder nicht. Und in dem Moment, wo er hat gerochen, das ist eine Frau. Und deshalb, das ist der Weg, wo er gibt sie dem Ring nach diesem Geruch. Ohne dem, er darf sie nicht heiraten. Stimme kann man auch ändern, weil wenn Menschen lauschen, schwer zu erkennen, wer spricht. Bei der Stimme, bei den Tönen, bei den Vokal kann man schon erkennen. Aber wenn Menschen du weißt nicht, wer spricht. Ja, bitte. Когда запахи у нас, они не контролируются, да, и вот на примере, когда маленький ребенок плачет, все знают, что надо ему дать или пижаму, или что-то от мамы, и тогда ребенок
чувствует этот запах и успокаивается. И также между нами людьми, да, мы тоже можем говорить, разговаривать с кем-то, видеть человека, который вроде и внешне все хорошо, и красиво говорит. Но вот говорят, мы его не можем нюхать, да, то есть запах, мы друг другу не сталкиваемся, не совмещаемся. И когда Адам и Ева согрешили в раю, они были затронуты все чувства. Это были и глаза, и рот, и уши, и руки. Единственное, что осталось чистым и несогрешенным, это был нос, обоняние. Поэтому это самый правдивый чувство. И поэтому, говорят, даже если человек не видит и должен жениться на женщине, он должен вначале понюхать ее, да, запах, его ли это женщина, и только после этого одевать ей кольцо на палец. То есть обоняние – это самый правдивый чувство, которое нельзя обмануть. Я... Steht geschrieben in unserer Parasha, so ging Jakob fort von Beersheba und ging gegen Haran. Wenn du willst erzählen über jemand, Jakob geht raus von Beersheba und geht nach Haran. Wenn du willst sagen, wie heißen sie? Wie ist ihre Name? Dina. Wenn wir wollen sagen, Dina ist weg von Frankfurt nach Darmstadt. Was ist besser zu sagen, Dina ist nach Darmstadt gefahren oder Dina hat Frankfurt verlassen? Nein, gefahren. Was ist besser zu sagen? Sie sagen, es ist dieselbe Sache. Ja. Nein, was sagen Sie? Verlassen bedeutet, irgendwo anders zu gehen. Okay, ich erkläre. Wenn man will über jemand was sagen, dass er ist irgendwo gekommen, es ist wichtig zu sagen, von wo ist er gekommen oder wohin ist er gekommen? Wohin? Denn warum erzählt uns die Tora woher? Wir müssen nur wissen, wohin ist er gegangen. Sagt die Tora ganz einfach. Weil jeden Mensch, dass jeder der Auszug einer Gerechten aus dem Ort eine Spur zurücklässt. Denn solange der Gerechte in der Stadt ist, ist er ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Schönheit. Jeden Mensch hinterlässt Spuren von Pracht, Glanz und Schönheit. Was ist Pracht? Was ist Pracht? Wie? Schein. Und was ist Glanz? Schönheit. Und was ist Schönheit? Schönheit. Nein. Es gibt drei Sachen. Jeden Mensch hat in sich drei Hauptcharaktereigenschaften. Glaube, Freude und Hoffnung. Glaube ist direkt zwischen Menschen. Vertrauen, also Glaube spürst du direkt mit dem Mensch. Freude ist an die Seite. Siehst du bei der Aura von dem Mensch von der Seite, ob er ist froh oder nicht. Und Hoffnung siehst du nach oben. Ich rede nicht jetzt spirituelle Lichtaura oder so. Ich rede jetzt einfach Sachen. Manchmal siehst du ein schönes Mädel. Im Gesicht ist alles okay. Aber in der Ausstrahlung ist kein Glanz da, ist keine Pracht da, ist kein, wie eine schöne Porzellanpuppe. Ist alles schön, alles steht auf dem Pony gut, aber fehlt Lebendigkeit, fehlt Wärme, fehlt Anmut, Charme, Charisma, Wärme. Manche Leute, die sind nicht so schön. Aber sie haben so eine Art von Pracht, Glanz. Und Pracht und Glanz schickt Schönheit. Was heißt das? Ich gebe ein Beispiel. Was ist nicht klar? Ich erkläre das. Habt ihr schon in der Hand gehalten ein kleines Baby? Ein Monat oder zwei? Wie riecht er? Er riecht Paradies. Er riecht sehr gut. Wenn du ihm in der Hand hältst, 5 Minuten, 10 Minuten, es erfüllt dir mit Energie, weil er ist volle Pracht, volle Glanz und volle Schönheit. Es gibt dreimal im Leben von einem Mensch, wo man sagt, dass er ist prachtvoll, glanzvoll und schön. Wenn er ist ein Baby, alle Babys sind schön.
habe ich noch nie gesehen, ein Baby, der nicht schön ist. Jeder Braut, die heiratet, sie ist auch schön. Habe ich noch nie gesehen, eine Hochzeit, wo die Leute sagen, die Braut heute ist Katastrophe. Jeder Braut ist schön. Und auch wenn der Mensch stirbt, alle Menschen waren gut. Sie waren nicht gut, sie waren sehr gut. Also seitdem ich bin im Friedhof, ich höre, dass alle Menschen sind gut. Frage ich mich, wo sind die anderen? Wenn die ganze Welt ist noch gute, dann etwas fehlt dir. Aber jetzt kommt, wann wird ein Mensch gut, wenn er hat keine Konkurrenz mit jemand? Ein Baby hat mit niemand Konkurrent, kein Problem. Wenn eine Frau heiratet schon, gibt es keinen Konkurrent mehr. Sie gehört schon ihrem Mann. Und wenn ein Mensch stirbt, alle Konkurrenten freuen sich. Sie haben kein Problem jetzt, ihm zu loben und zu sagen, er war der beste Mensch, der schönste, kostet nicht. Warum es ist dir schwierig? Eine Frau hat ein Problem zu sagen ihrer Freundin, dein Kleid ist sehr schön. Warum? Weil sie ihre Konkurrent. Aber du hast kein Problem als erwachsene Frau zu sagen, ein kleines Mädel, dein Kleid ist so schön. Du siehst auch so wunderbar. Warum stört dir nicht zu sagen, ein kleines Mädel? Weil sie ist nicht dein Konkurrent. Es kostet dir nicht. Wann stört dir zu sagen, ein feines, gutes Wort? Wenn jemand ist in deinem gleichen Wettbewerb, da muss man vorsichtig sein. Da jeden Mensch lernt über sich durch den Vergleich mit dem anderen. Wie lernt ein Mensch über sich? Er sieht, was machen die anderen und so macht er auch. Und er vergleicht sich mit dem anderen. Deshalb, ich werde damit schließen, diesen Satz. Jakob war ein Zadik. Und in dem Moment, wo er hinterlassen seine Stadt, alle waren traurig, weil er hat in seine Stadt gegeben die Leute von seiner Pracht, von seinem Glanz, von seiner Schönheit. Wenn Gott hat dir gegeben eine Gabe, diese Gabe ist nicht für dir. Dieses Talent ist nicht für dir. Dieses Talent ist für jemand anders. Und wenn jemand gibt nicht sein Talent jemand anders, wenn er geht weg, hinterlässt er keine Spuren. Каждый человек, когда он уходит, он оставляет после себя следы. Поэтому очень важно говорить не откуда человек пришел, а куда он ушел. Да? И что каждый человек, у него есть три основных качества. Это вера его, да, то есть вот так вот перед собой с людьми. Это радость, которую он распространяет налево и направо вокруг себя. И надежда, которая идет всегда наверх, в сторону Бога. Да? То есть каждый человек имеет вот в себе вот эти вот качества. И каждый человек три раза в жизни бывает такой вот великолепный, блестящий и неповторимый. То есть когда человек младенец, у него нету конкуренции, все считают его великолепным, он пахнет раем. Потом, когда невеста, у нее тоже нету конкуренции, она одна в своем великолепии. И когда человек уходит из этого мира, то тоже ему говорят всегда комплименты, что он был хорошим человеком. И самое главное, что когда нам дается талант какой-либо от Бога, то это нельзя оставлять в себе, а надо этот талант передавать дальше. Тогда человек оставляет после себя следы в этой жизни. Если он не будет передавать дальше своего таланта, то, что ему дано, то он не оставит никакого следа в этой жизни. Einmal Rabbi Schmelke aus Nikolsburg ist gegangen Shabbat nach Krakau. War Shabbat in Krakau. Und ist reingekommen zu einer alten Synagoge und hat dort gesprochen. Und wenn hat gesprochen, hat gespürt, dass zittert. Hat gespürt, dass ist außer sich. Und hat gefragt die Leute, warum bin ich so begeistert in dieser Synagoge? Hat man ihm gesagt, in dieser Synagoge hat gebetet Rabbi Moshe Israelisch, Abayis Chodosh, Rabbeinu Asher. Hat man ihm gesagt, eine Liste von hochbegabten, heiligen Menschen, die haben hier in dieser Synagoge gebetet. Und deshalb der Ort hat bekommen einen Glanz.
eine Schönheit, eine Pracht. Sie wissen, es gibt solche Restaurants, die sind sehr teuer. Wenn du kommst zu so einem teuren Restaurant und du gehst zum Toilette, allgemein, wenn jemand will wissen, ob soll er essen im Restaurant oder nicht, soll er zuerst kontrollieren die Toilette. Wenn die Toilette ist sauber, 100% kannst du essen auch in dem Restaurant. Wenn die Toilette ist daneben, geh davon aus, dass das Restaurant ist auch nicht jetzt die höchsten Qualität und Sauberkeit. Was macht man in die schönen Restaurants? Unterwegs zum Toilette macht man so Bilder, wer hat gegessen in diesem Restaurant? Der und der und der und der und der und der. Ob große Schickimickis Persönlichkeiten. Ob es jetzt Persönlichkeiten von Politik oder Persönlichkeiten von Musik oder Persönlichkeiten von Sport oder Persönlichkeiten von, keine Ahnung, also populärsten VIP. Warum machen sie diese Bilder? Sie sagen der Mensch, wenn der hat bei mir gegessen, kannst du auch und sollst du auch. Ja? Das heißt, der Ort hat nutzt die Glanz und die Pracht und die Schönheit von den Menschen, um in diesem Ort noch zu profitieren und zu gewinnen, da sie waren damals vor 20 Jahren. Meistens diese Bilder sind 20 Jahre zurück. Wenn du gehst zum Restaurant, die sind schon alt. Also wenn du gehst zu einem Restaurant und du siehst ein Bild, eine mit Clinton oder mit Helmut Kohl. Nun, schon lange her? Vorbei. Vorbei? Ja. Oder mit Fußballspieler Maradona. Schönes Bild, Maradona hat hier gegessen, aber lange her. Oder Moshe Dayan. Oder Moshe Dayan, genau. Hat er auch Fußball gespielt? Nein, der hat nicht Fußball gespielt, der hat nur ein Auge. So viel. Ja, bitte. Каждое место, в нем видно, какие следы были оставлены в этом месте. Так, например, один раввин молился в синагоге и трепетал весь. Он говорит, почему у меня такое ощущение? Ему сказали целый список, какие большие раввины здесь молились в этом месте. То есть следы были оставлены в этом месте. Да. А второй пример был с рестораном, что когда вы приходите в ресторан, то в многих ресторанах видно фотографии на стенах, кто здесь до этого уже обедал. И это тоже должно как бы способствовать тому, что смотрите, кто здесь был, люди с таким великолепием, с красотой, с такими блестящими всякими способностями. И от этого места, от этого великолепия других людей как бы профитируют само место, где приходят новые клиенты. Это что, реклама? Ну... Ja, und deshalb zweimal in Torah steht das darüber. Einmal über Mann und einmal über Frau. Über Mann steht geschrieben, wenn Jakob hat hinterlassen Charan, er hat hinterlassen sein Glanz, sein Pracht, seine Schönheit. Und über Naomi, als sie ist gegangen weg von Moab, steht geschrieben, Vatetze Naomi, Naomi ist weg. Was heißt Naomi? Naomi heißt in Hebräisch angenehm. Naomi war ein angenehmer Mensch. Ein angenehmer Mensch ist ein Mensch, wenn er kommt rein, bringt er Licht und wenn er geht weg, hinterlässt er guten Duft. Das ist ein angenehmer Mensch. Ein angenehmer Mensch ist ein flexibler Mensch für andere Gerüche. Das ist ein Mensch, der bereit, auch andere Menschen, auch wenn sie riechen, am Anfang nach seiner Meinung stinkerät, aber zum Schluss lernt er, sie zu lieben. Ich werde nur schließen mit einer Geschichte, die mir passiert. Vor 2 Jahren sind gekommen zu uns Nachbarn in erster Stock aus India. India, Hodu, India, Mumbai. Nun gut, die Kleider und alles so, das kann man noch ertragen. Aber ihr Geruch, es riecht unglaublich hart. Und schwierig. Und auch wenn ich wollte Toleranz und angenehm sein,
bin ich nur rein zum Treppe, hat mir schon die Magen gedreht. Bewusst, unbewusst kannst du dich spielen nach außen, der Toleranz, der feiner Mensch. Aber wenn einer riecht ein bisschen anders, es dreht dir die Magen. Ich habe nicht gewusst, was zu tun. Dann habe ich meinen Rabbi gefragt, Rabbi, was kann man machen neben solchen Nachbarn? Er hat mir gegeben eine brillante Idee. Er hat gesagt, sag deine Frau, soll sie zu Hause kochen, ein indisches Essen. Ein gutes Essen. Und dann riechst du diesen Geruch bei dir zu Hause mit den Menschen, was du liebst. Und dann wirst du sehen, dem Geruch und dem Stunk und der Aggression gegen anders wird ein bisschen reduzieren. Gut, sie hat geguckt im Internet, sie hat gefunden irgendein Rezept, so die es leicht zu machen. So ein geschnitzeltes mit Curry und mit diesem ganzen Gramm. Ein Tag komme ich nach Hause, ich fühle im fünften Stock Erdgeschoss. Es riecht im fünften Stock genauso wie im Erdgeschoss, dieselben Geruch. Und wo? Bei mir zu Hause. In meiner Küche. Ich gehe zu der Küche, ich sehe die Pfanne mit so eine Farbe, die ist nicht gelb, das ist so braun, rot, keine Ahnung. Gut, eine komische. Gut, wir sitzen auf dem Tisch und wir probieren. Die Wahrheit, es war nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Seitdem aber ist was passiert. Seitdem diese Nachbarn sind mir etwas bekömmlich, angenehmer. Wir grüßen uns etwas lockerer. Und wir fragen auch manchmal dem anderen, wie geht's? Und genau so, was bei dir stört, bei jemand anders störst du genauso. Und da sage ich euch ein riesiges Geheimnis. Riesiges Geheimnis. Wenn jemand will wissen, was der andere fühlt und spürt über ihn, er braucht ihm nicht zu fragen. Er muss nur wissen, was er fühlt und spürt gegen den anderen. Es ist immer ein Spiegel. Wenn ich sie möge und liebe, ich brauche dir nicht zu fragen, was sie denken über mich. Ich weiß schon, weil ich weiß, was sind meine Gefühle. Aber in dem Moment, wo ich gegen jemand irgendeine nicht gute Gefühle habe, es ist auch bei ihm nicht gutes Gefühl. Was soll ich machen? Und anstatt ihn zu ändern, der Erste, das ich muss ändern, ist mich selbst. Und ich werde schließen mit einem Witz. Ein Mann kommt zum Doktor, sagt, Doktor, meine Frau ist taub. Sie hört nicht. Ich schreie zu Hause, sie hört nicht. Und ich sage, sie soll sie gehen zum Doktor. Sie sagt mir, sie hört gut. Wie soll ich wissen, ob meine Frau ist taub oder hört gut? Sagt der Doktor, kein Problem. Ich gebe dir ein Patent. Wenn du gehst rein nach Hause, steh 15 Meter hinten deiner Frau. Geh rein leise. Und sag deiner Frau laut, meine Frau, was gibt's heute zu essen? Und wenn sie hört nicht, mach noch einen Meter, bis du kommst ganz nah und dann sagst du mir. Und dann sagst du mir, wie viel Meter hat sie gehört, dann sag ich dir, ob sie hat gut gehört oder nicht. Nun, der Mann kommt nach Hause, steht 15 Meter, sagt, Surele, was gibt's zu essen? Sagt sie gar nicht. 10 Meter, Surele, was gibt's zu essen? Keine Antwort. 3 Meter, schreit er schon, Surele, was gibt's zu essen? Sagt sie, ich schrei dir schon dreimal Pommes und Schnitzel. Er ist taub. Und er glaubt, sie hört nicht. Verstehst du, der Mensch glaubt, der andere ist taub. Aber seine Frau schreit schon dreimal Pommes und Schnitzel. Aber er muss 3 Meter neben sie sein, um zu hören. Verstanden? Dankeschön. Ein Applaus. Und Dankeschön. Und sei gesund.